herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir mal, wie gut kennst du mich, beziehungsweise wie gut kenne ich mich eigentlich selber. Ich habe mehrere Quizzes über mich im Internet gefunden, also auf Teste dich und heute gucken wir mal, wie gut kennst du Jojo Craft HP, wie gut kenne ich mich selber. Falls dir das Video gefällt, lass gerne einen Daumen oben da und falls du mehr von diesem Format sehen willst, lass gerne auch einen Daumen oben da und abonniere den Kanal und aktiviere auch im Kanal einen coolen Roblox, für diesen mitzupassen. Ja Leute, hier haben wir auch schon das erste Quiz. Wie gut kennst du JojoCraft HP? Teste dich, Leute. Und hier sind ein paar gute Fragen, die wir jetzt beantworten werden. Und los geht's nach dem Intro. So, Leute, hat JojoCraft HP einen Real-Life-Merch? Im Moment noch, bald nicht mehr, Leute, leider. Hat JojoCraft HP einen Bruder? Wahr. Heißt sein Bruder Arian? Ja gut, das wird dann ja diese Frage wohl beantworten. Das ist wahr. Hat JojoCraft HP Robux? Das ist auch wahr. Hat er sein erstes Video in der Doppel gespielt? Das ist falsch. Hat er schon mal Tower of Hell Easy gespielt? Das ist wahr. Hat er Roblox? Das ist wahr. Ist er 18? Das ist falsch. Aber ich denke mal, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Quiz rausgekommen ist, ist es wahr gewesen. Er ist in der 11. Klasse, denke ich mal, war dann auch richtig, Leute. Er hat eine Gruppe auf Roblox, das ist auch wahr. Und die Auswertung ist, sehe ich das irgendwie gut? Kennst du JojoCraft HP? Kennst du perfekt, du bist ein richtiger Fan. Haben wir alles richtig beantwortet? Jojo ist der Beste. Ja, ich bin auch in der Jojo Army. Bleib wie du bist, Jojo. Danke an alle, die kommentiert haben hier. Ich würde trotzdem gerne sehen, ob ich jetzt alles richtig habe. Quiz über JojoCraft HP. Wie ist Jojos richtiger Name? Josef, Joel oder Joe? Oh, es ist Joel. Wie alt ist Jojo? März 2021. Weil im März 2021 müsste ich 17 gewesen sein. Wann hat Jojo Geburtstag? 10.2003. Leute, ihr könnt natürlich auch gerne in den Kommentaren mitmachen. Ich weiß, dass natürlich alle antworten eigentlich, weil ich bin ja auch selber ich. Also wäre auch komisch, wenn ich es nicht wüsste. Welches Handy hat Jojo? Das iPhone, denke ich, war das. Hatte ich da schon das iPhone nicht? Da bin ich mir gerade echt unsicher. Ich glaube aber schon. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, Leute. Welche Augenfarbe hat Jojo? Blau. Wann ist Jojos Kanal YouTube beigetreten? Das war hier, Leute. Hier am 29.12.2015. Und in welchem Bundesland wohnt Jojo? Rheinland-Pfalz. Und Leute, tatsächlich, Fun Fact über diese Sache hier. Ich habe noch einen früheren Kanal, den ich noch früher auf YouTube beigetreten bin, wo bald mein 8-jähriger Geburtstag kommt, Leute. Also ich mache seit fast 8 Jahren jetzt YouTube. Das ist einfach mega krass. Danke an den, der mich bis jetzt begleitet hat, Leute. Es wird ein langer Weg noch. Es war ein langer Weg. Das könnt ihr mir glauben. Und es wird noch einiges Cooles in Zukunft kommen. Ich bin sehr gespannt. Wie heißt Jonas Bruder? Arian. Adrian, Leute. Arian nervt es immer, wenn man ihn Adrian nennt. Das sehe ich so oft. Aber er heißt A-R-I-A-N. Ja, in welche Klasse geht Jojo? In die 11. war das? Oder ist es das hier? Inzwischen gehe ich nicht mehr zur Schule, aber ich denke mal, das war noch die 11. Deshalb werde ich das hier einfach jetzt mal ankreuzen. Kann auch sein, dass das hier richtig ist. Wie heißt Jojos eigenes Spiel? Jojos Wonderland. Das hier, eigentlich das hier beides. Also, ich kreuze es einfach mal Jojos Wonderland an. Wie heißt Jojos Starcode? Starcode Jojo, falls du dir Robux oder Robux bin kaufst, benutze gerne Starcode Jojo. Ja, auf jeden Fall auch danke an die Leute, die Quizzes hier erstellt haben. Wann ist Jojo Robux beigetreten? Das war am 14.01.2017. Genau. Und die Auswertung. 11 von 12 Fragen richtig? Okay, also irgendwas habe ich dann wahrscheinlich falsch angehört. Vielleicht war es das iPhone mit dem Samsung, Leute. Das kann gut sein. Wow, du bist ein großer Fan von Jojo und hörst Jojo sehr genau zu. Du bist immer wieder neu in der Jojo Army willkommen. Super gemacht. Okay, Leute, also das mit dem iPhone war richtig. Habe ich mir auch schon fast gedacht, Leute. 2021 hatte ich tatsächlich noch ein Samsung gehabt. Ja, aber jetzt habe ich inzwischen ein iPhone. Also, ja, das ist die Fehlfrage gewesen. Hier ist Jojo Joel. Wie heißt dein kleiner Bruder? Arian. Welches Spiel hat Jojo in seinem Video auf Roblox noch nicht gespielt? Fashion Famous. Das stimmt tatsächlich, Leute. Jojo hat es sich schon gezeigt. Nein, erstmal 300.000. Oder nein, aber fast. Naja, Leute, ob ich mich bei 300.000 Abonnenten zeige, das liegt noch an den Sternen. Das könnt ihr rausfinden. Einfach abonnieren. Und vielleicht sehen wir es ja, wenn ich die 300.000 geschafft habe. Schreibe mal das hier, Leute. Das machen wir mal. Jojos Lieblingsfarbe. Boah, Leute, ich bin euch ehrlich. Eigentlich schwarz. Aber schwarz ist ja nicht wirklich eine Farbe. Aber ich nehme jetzt einfach mal schwarz. Wie alt ist Jojo? Da war ich 17. Zack, Jojo macht Hate-Videos. Nicht wirklich Hate-Videos, aber es könnte sein, dass... Eigentlich nicht, aber es könnte sein, dass ein paar Videos so ein bisschen
in die Hate-Richtung gehen, aber Hate-Videos mache ich auf jeden Fall keine. Deshalb mache ich jetzt Nein niemals. Das wird schon so richtig sein, sehr wahrscheinlich. Jojo hat Kontakt zu Spiel mit mir. Das ist tatsächlich Nein, dumme Frage. Tatsächlich habe ich das. Jojos Haustiere sind Katzen, Schlangen. Leute. Hättet ihr gerne Schlangen als Haustiere? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich auf jeden Fall nicht. Jojo ist der antwortgrößte deutsche Roblox-YouTuber. Achso, zweitgrößte. Ja gut, Leute, das ist die Frage, welcher Stand das war. Ich mache jetzt mal zweitgrößte, weil ich weiß nicht, es gibt ein paar YouTuber, die mehr Abonnenten haben als ich, was das angeht. Follower auf Roblox natürlich nicht, Leute. Bei Followern bin ich der meistgefollowste deutsche Robloxian. Genau, aber wir drücken einfach mal das hier und wir haben 8 von 10 Fragen richtig beantwortet. Okay, Leute, also der allergrößte YouTuber wäre ich anscheinend. Das ist cool, das wäre ich gerne. Und vielleicht bin ich das hier, die meisten von euch auch. Und außerdem war ich da 18, Leute. Da habe ich vielleicht einfach nicht nachgedacht. Ich war 18 und nicht 17. Inzwischen bin ich ja schon 19. Aber es ist auch 2023. Leute, das hier ist auch noch interessant. Wie heißt Jojo, Joel, Rheinland-Pfalz, Arian und jetzt hier. Wie viele Kanäle hat Jojo? Tatsächlich 4. Ja, ich weiß nicht, wie aktuell das ist, wie gesagt, aber ich habe 4 Kanäle. Und zwar einmal JojoCraftAP, JojoFailAP, JojoCraftGames und JojoCraftReact, die ich auch nochmal ein bisschen wiederbeleben muss, weil die sind sehr inaktiv, Leute. Wie heißt keiner seiner Kanäle? JojoBlocksAP, JojoStreamHP, JojoFailAP oder JojoCraftAP Shorts. Genau, Leute, den Shorts-Kanal habe ich jetzt Reacts umgenannt. FailAP, BlocksAP ist das JojoCraftGames, das heißt JojoStreamHP gibt es tatsächlich nicht. Die gab es damals. Inzwischen nicht mehr, aber nicht. Was spielt Jojo nicht auf seinem Hauptkanal? Piggy tatsächlich, Leute. Brookhaven ein paar Mal. Towerfell auch. MM2 auch, Adobe auch, aber Piggy damals, aber nicht mehr. Wie viele Kanäle hat sein Bruder? Einen Kanal. Welche ist Jojos wertvollstes Pet in Adobe? Der Neon Mega Shadow. Yeah. Wie heißt der Kanal von seinem Bruder? Arian-DK. Arian AP, Leute, das ist ja auch lustig. Oder Arian LP. Wie heißt das Roblox Face von Jojo? I'm so crazy. Stitch Race, Big Sad Eyes oder das super, super Happy Face. Und wir haben alle 10 Fragen richtig beantwortet. Mega, mega cool. Wann hat Joels Vater Geburtstag? Woher weiß man das? Okay, das ist sehr interessant. Ich habe es jetzt einfach mal nicht gezeigt. Ich habe jetzt mal richtig geantwortet. Ich habe es jetzt mal nicht gezeigt. Ich denke, ich habe es irgendwo mal gesagt haben. Ich lasse das Ganze jetzt trotzdem raus, weil... Ja, aber es ist eine lustige Frage auf jeden Fall, Leute. Es ist eine lustige Frage. Was ist JojoCraftAP's Dreampad? Das, der Mega Neon Shadow Drink. Exakt. Was hat Jojo damals gespielt? Fortnite, Minecraft oder GTA? Das war Minecraft, deshalb auch JojoCraft. Was sagt JojoCraftAP? Leute! Hat JojoCraft schon mal in 3 hintereinander am Anfang der Folge sagenhaft bekommen? Ich glaube, das war nur zweimal, Leute. Ich glaube, das war nur zweimal. Wie viele Bildschirme hat Jojo am 11. Mai? Das waren es ja wahrscheinlich 4. Oder waren es 3? Ich gehe mal mit 3, Leute. Was hat Jojo aus ihre Katzen? Wann hat Joel Geburtstag? Am 6.10. Mit wem arbeitet JojoCraftAP zusammen? Natürlich mit Roblox. Und wie viele Kanäle hat JojoCraftAP zusätzlich? 3 zusätzliche Kanäle. Und die Auswertung ist 8 von 10. Ich habe schon mal 3 Sagen auf dem Pilz am Anfang einer Folge bekommen. Daran kann ja nicht mehr ich mich mehr erinnern. Wobei, ich glaube, das war ein Fossil-Egg, Leute. Ein T-Rex, ein Dodo oder nochmal ein T-Rex oder so war das. Das war richtig krass. Ich dachte, das waren nur 2, aber anscheinend 3. 2 Eggs, 2 Dodos. Ich meine, warum denn noch nicht, Leute? So, und, was kriegen wir? Ein T-Rex! Was? Bitte, was ist das für eine Folge? Was ist denn hier los, Leute? Das ist kein Fake. Das ist kein Fake, das ist real. Das ist kein Fake, das ist real. Und, oh, ich hatte tatsächlich 4 Bildschirme zum Zeitpunkt, Leute. Okay, er hatte 4, okay. Inzwischen habe ich tatsächlich nur noch 3. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich 4, okay. Und ja gut, Leute, das war's mit der Folge. Falls euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und falls ich nochmal so ein Quiz machen soll, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ihr könnt auch gerne neue Quizzes über mich erstellen, falls ihr das Ganze möchtet, Leute. Und ja, abonniert den Kanal und aktiviert auch keine weiteren coolen Roblox. Wir müssen was machen, würde ich sagen. Haut rein und ciao, Leute.